Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultra Sonne Nuzlocke Challenge. Wir sind im Canyon von Pony. Hier sind sehr starke Pokémon zugange, auch sehr heiße Pokémon-Kämpfe. Wobei dieser Pokémon-Kampf ja alles andere als heiß ist. Ich würde ihn eher als cool bezeichnen. Pun not intended. Ich würde gerne mal ein bisschen rumtauschen. Das Problem ist, wir nehmen auf jeden Fall Sanchez rein, weil es ein Gift-Pokémon ist. Ganz einfach. Wir mit Gift-Pokémon hier ziemlich weit kommen. Wir kämpfen jetzt gegen zwei Eis-Pokémon, soweit ich das sehe. Eins ist Eisfee, das andere ist Eis... Ich weiß gar nicht, was ist Sandama? Ist das Eisboden? Ne, Eisstahl ist es, glaube ich, ne? Das wird alles hier sehr knackig für uns. Wir haben leider keine Kampf-Pokémon im Team, aber ein Gesteins-Pokémon. Allerdings ist Gesteins-Pokémon vom Zweityp Flug und Flug wiederum ist schwach gegen Eis. Es wird alles hier ein bisschen krass gerade. Oh, warte mal, ne, halt, stopp. Möchte ich Bobo drin Möchte ich Hera drin lassen? Das ist die große Frage. Weiß gerade gar nicht. Kann ich irgendwas ausrichten? Nee. Also richtig nice ist das jetzt hier nicht. Und ich habe halt eben Angst, jetzt hier irgendwie was Schlimmes abzukriegen. Und mit was Schlimmes meine ich irgendwas Schlimmes. Ich kann da rein theoretisch erstmal drin bleiben. Wir können ja mal einfach mal hier auch Spaß auf dem Dame. Auf jeden Fall würde ich aber Bobo rausnehmen, weil ein Pflanzen-Pokémon sollte hier in diesem Kampf definitiv nicht drin sein. Gut. So, Bobo raus. Sehr gut. Wir gucken mal, wie wir jetzt hier mit der ganzen Sache zurechtkommen. Ich glaube, Sanchez ist hier auch gut aufgehoben. Mal gucken, wie viel wir mit das Schweif anrichten können. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Blitzer. Muss auch gar nicht so gut sein. Perfekt. Böse Hagelkörner. Gut. Ja, mach mal einen Lastschweif einfach auf das Sandama. Und Giftzahn. Wir machen mal hier Eis. Haben wir hier Z-Kraft? Die jetzt hier so voll krass. Vernichtender Säureregen. Und dann nehmen wir einfach mal Fulnona, ne? Dann wird das Fulnona richtig schön ordentlich fertig gemacht. Das hat keine Chance. Das tut mir so leid. Das ist leider vom Zwei-Typ-Fee. Oh, und Sanchez bekommt, bevor seine Ultra-Mega-Z-Attacke einsetzt, noch ein Level up. Das wird eklig. Naja, was will man machen? Oh, Eisstrahl. Oh, Sanchez ist gefroren und wieder aufgetaut. Was war das denn bitte? Sanchez ist gefroren. Sanchez ist aufgetaucht. Aufgetaut. Das war sehr sinnlos gerade. Okay, gut. Los, nimm all deine Kraft zusammen und tu deine super duper vernichtende Säureregen-Z-Attacke einsetzen. Tut. Und boom, das war's. Sehr gut. Obwohl Nona ein sehr schönes Pokémon. Okay. Bobo Rush Level 55. Und wir Sturzflug erlernen. Eine ziemlich schlechte Attacke, denn... Ah ne, ist doch nicht schlecht. Ich habe sie gerade mit einer anderen Attacke verwechselt. Einwender greift auf niedriger Höhe an. Er leitet bei dieser Attacke selbst großen Schaden. Nee, das machen wir nicht. Nee, sorry. Das ist mir zu riskant. Und Steinbeißer kriegt auch noch ein Level up. Sweet. Respekt, ihr schafft es locker bis zum Podium. Da bin ich mir sicher. Bravo. Wer so viel Entschlossenheit zeigt, sollte sich definitiv auf zum Podium machen. So, ich habe übrigens offscreen nachgeguckt. Wir können uns ja noch ein kleines Gimmick holen. Was rede ich da? Wir können... Das heißt, wir können uns ein Gimmick holen. Oh, das würde ich gerne. Ein Sternenstück für uns. Sehr coole Sache, das. Wir können uns dann noch ein Fossil holen. Also, wir können uns ganz viele Fossile holen. Aber... Oh, nein. Nicht halt einsetzen. Wir wollen hier raus. So. Dazu müssen wir uns ein Fossil kaufen. Und... Oh, ein bisschen
Kann ich fliegen? Boom! Ich kann fliegen. Sehr gut. Ich würde mir gerne ein Fossil kaufen. Und das Fossil kann ich erwerben. Nochmal genau wo. In Konikoni City. Genau. Ich wollte gerade Konikoni City. Oh, dann wo kriege ich denn das Item? Das sind irgendwie unten irgendwo? Nee, nee, nee. Hier war das doch irgendwo, oder? Ist hier nicht Konikoni? Da ist Konikoni City. Ich habe inzwischen eigentlich schon Tag. Ah, die Sonne geht, glaube ich, gerade auf. So ein bisschen. Man sieht, es dämmert leicht. Leichte Dämmerung. Ja, gibt es hier die tollen Steine? Hi, Ibens. Kann ich hier bei dir das Fossil kaufen? Nein, eigentlich Schmuck möchte ich nicht. Auch keinen Stein soweit. Bei dir vielleicht? Ah, willkommen. Ich werde was kaufen. Ach nein, das ist jetzt hier mehr so modemäßig. Na gut, das möchte ich auch nicht. Kann ich bei dir die Fossilien erwerben? Ein Fossil hole ich mir. Kopffossil, Schildfossil, Helixfossil, Klauenfossil, Kieferfossil. Und ich nehme mir das Kieferfossil. 7000. Das ist ja fast geschenkt. Ja, damit. So. Ah, das ist ein ganz seltenes Stück, das Myla extra aus der Kalos-Region mitgebracht hat. Sie möchte das Pokémon-Fossil bei uns auch ein wenig mehr Verbreitung finden. Es handelt sich bei diesem Exemplar um das Fossil des Pokémon der Kategorie Kronprinz. Bitte was? Das mit seiner unfassbar harten Kiefer alles zermalmen konnte. Das ist ein ganz wertvolles Stück. Also am besten nur mit Samthandschuhen anfassen. Naja, für 7000? So wertvoll kann es auch nicht sein. So, die große Frage ist, wo kann ich das denn jetzt hier nochmal wiederbeleben? Das ist die Paraisfarage. War das hier? Nee. War das da? Nee. So, googeln. Ort, wo man Fossil wiederbeleben kann. Das war doch hier irgendwo, oder? Konnte man... Hier wollte doch irgendeiner so einen Pokémon-Urzeitpark machen. Tutentun. Wo war denn das? Also das Gebiet konnte ich mir nämlich noch an Pokémon raussuchen und dann wollte ich das krasse Fossil haben. Warte mal. Wiederbelebung aus Kieferfossil. Genau. Das ist schön. Aber wo konnte ich denn das wiederbeleben? Fossil oder ein Pokémon Kiefer. Kunikuni City. Genau. Aber wo war denn das nochmal? Boah, jetzt muss ich das mal suchen. Ups. Boah, ich schmeiße gerade vor Schreck alles um. Surfer, Namebewerter, Pier, Boutique, Ruinen, Hügel des Gedenkens, Dicta, Küstenstreif, wo war denn das? Kräuterladen? Nee. Aber wo war denn das? Schattenschungel, Plätscherhügel. Ist das hier vielleicht irgendwo? Schattenschungel? Hier war das, glaube ich, irgendwo, oder? Warte mal, stieg da mal hin. Ich muss jetzt echt mal gucken. Irgendwo. Route 5. Nee, wir gehen mal... komm ich irgendwo hin zurück? Plätscherhügel. Nee, das ist ganz falsch. Das ist ganz falsch. Ihr wollt woanders hin, glaube ich. Ich weiß das mal. Wo wollte ich denn hin? Ach, du liebes Läschen. Ach du liebes Lieschen, unser Dom Royal, ne? Genau. Der Dom Royal. Boah, ich muss jetzt echt gucken. Wo war denn? Das war, glaube ich, irgendwo hier in diesem Gebiet. Boah, sorry, Leute. Ich weiß aber nicht, wo. Und ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo ich am besten danach gucken würde. Nee, hier ist das auch nicht. Oben. Da oben irgendwo. Boah, ich habe gerade echt keine Peilung. Boah, alte. Hier vielleicht. Fossilienlabor. Da ist es doch. Oh, bin ich doof. Sehr gut. Dann auf zum Fossilienlabor. Okay. Also die Frage ist, wo war denn das jetzt? Ich glaube, irgendwie hier entlang. Ich kann es leider gerade nicht sehen, weil. Mein Rotom Pokédex irgendwas anderes rumlabert. Route 5. Nee.
in das Fossilienlabor. Ja, Mai. Was soll ich denn machen? Ach, da oben. Das sieht gut aus. Das nehmen wir mal. Ey, doch ist hier ewig rum, ne? So. Ist es das? Fossilienlabor. Sehr schön. Hi. Willkommen auf der Traumfarm. Hier steht ein Fossil. Hast du ein Fossil? Sollen wir es? Ja, bitte, 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 bitte. Verwandel es in ein Pokémon zurück. Wir machen aus dem Kieferfossil ein Pokémon. Das Fossil, das du mir anvertraut hast, ist wieder zu einem Pokémon geworden. Hier ist es. Ein Balgoras. Sei bitte immer gut zu ihm. Bam. Sehr schön. So, hoffentlich bitte sei männlich. Bitte sei einmal männlich, dass wir wenigstens einmal ein männliches Draufschlag-Pokémon haben. Die sind immer bei uns weiblich, oder sehr oft jedenfalls. Gut, schauen wir mal. Schau dir das Pokémon, das du erhalten hast, gleich mal genauer an. Sein riesiger Kiefer birgt zerstörerische Kräfte. Es heißt, zurückverwandelte Balgoras seien nicht identisch mit dem ursprünglichen Pokémon. Okay, wir geben ihm natürlich einen Spitznamen. Und es ist männlich. Und ich nenne es... Ich würde es eigentlich auch Schafzahn nennen können. Das wäre auch cool. Aber nein, ich nenne es... Lorp. Lorposaurus. Lorp darf in kein Pokémon-Spiel, was es Spiele fehlen. Erstmal auf die Box. Aber so ein cooles Pokémon wie du kommt vielleicht auch irgendwann ins Team. Bam! An dieser Farm, Wiederbelebung und so. Okay, gut. Gut, da haben wir das auch erledigt. Wie viele Pokémon haben wir denn dann jetzt? Ich guck noch mal ganz kurz ins Pokémon-Ressort. Es tut mir leid, Leute. Ich kann es nicht lassen. Ich bin ganz schön frech. Und los geht's! 45 brauchen wir auf der Box. Es geht gar nichts hier. Wie haben wir? Oh mein Gott, Leute. Wir haben 45 Pokémon zusammen. Oh mein Gott, ich kann nicht fassen, dass das gerade passiert. Sehr schön. Ja, ich will zurück. Erstmal, wir müssen erstmal die... Ja, bitte. Dann fliege ich erstmal zurück. In der Nähe von zu einem Pokémon-Center. Und dann gucken wir mal, was wir da jetzt hier Schönes anstellen. Hier, ist da ein Pokémon-Center? Ich glaube nicht, ne? Oder? Der ist aber so ein... Ach nee, du weißt, da weitergeht. Ist das so rot hintermalt. Okay. Gehen wir mal dorthin. Los geht's! Gib, gib! Yeah, wir können endlich die ganzen Inseln aufbessern. Endlich! Oh, ich dachte schon, das passiert nie. Tut mir leid, Leute. Das ist vielleicht für euch weniger relevant. Für mich aber schon, weil ich so vielleicht noch ein paar Entwicklungs-Pokémon kriege. Entwicklungssteine kriege. So, alles auf die Box schmeißen. So. Sehr schön. Jetzt müsste es klappen. So, Pokémon-Ressort. 45 Pokémon. Krass, oder? Das sind schon eine Menge Pokémon, besonders auch für eine Nuzlocke-Challenge. Krass. Im Moment könntest du die Fitnessinsel erweitern. Ich warte im Hausflur auf dich. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, guck mal, ich kann wieder Bären, Bohnen einsammeln. Ich bin furchtbar. So. Okay, Insel ausbauen. Na, Logo. Okay, wir fangen einfach mal an. Die Bäreninsel machen wir mal auf Level 3. Wuhu, jetzt können wir alle Seiten nutzen. Die Bäreninsel sieht aus wie ein einziges Bärenfeld. Du kannst so bis zu 18 verschiedene Sorten an Bären anpflanzen. Außerdem lassen sich die Felder jetzt einfacher bewässern. Und das sollte deine Ausbeute bei der Ernte vergrößern. Danke für deine Hilfe. Jo, Digga, das ist sehr gut. Die wollte ich ja auch verbessern. Insel ausbauen, genau. Ja, ja, bitte ausbauen. Bitte, 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 bitte. Okidoki, dann mach dich mal an die Arbeit. Der Ausbau der Abenteuerinsel wurde abgeschlossen. Oh yeah. Da können wir jetzt auf jeden Fall einige Pokémon-Steine finden, die etwas seltener sind. Das ist sehr gut. Können wir noch irgendwas machen? Inseln ausbauen. Ah, da bräuchten wir 60. Ja, Fitnessinsel machen wir mal. Okidoki. Der Ausbau der Fitnessinsel ist abgeschlossen. Okidoki.
Toll, oder? Ich finde, aus dem Sandstrand und dem Treibholz haben wir ein tolles Trainingsgelände gezaubert. Deine Pokémon werden beim Trainieren sicher viel Spaß haben. Ach ja, welche Pokémon trainieren sollen, kannst du auf dem Schild festlegen. Dabei musst du jeweils einen der speziellen Tränke aussuchen, von denen es vor dem Training zur Stärkung erhält. Ich glaube, sie können es kaum erwarten. Kümmere dich weiterhin gut um das Ressort. Ja, ja, okay. Können wir noch irgendwo irgendetwas ausbauen? Ich guck mal kurz nach. Hier brauchen wir 60. 60, 60, 60. Okay, also, das war's erstmal. Nö. Alles gut. Oder? Warte mal, nein. Warte mal. Was kann ich denn nicht hier... Was wird denn hier trainiert? Bitte wähle, welche Pokémon trainieren sollen. Es soll... Buttercup? Gruppe 1. Ich weiß nicht. Vielleicht auch du und Chica. Wer könnte denn mal noch trainieren? Wie kommt der wieder direkt ins Team? Hm. Ah, hier, Geisha. Kann er auch noch ein bisschen trainieren. So. Ja. Bitte wähle einen Trank zur Stärkung. Level-Trank. Ein tropisches Getränk, das speziell für Pokémon zubereitet wurde. Es erhöht ihre Erfahrungspunkte. Wie viele Trainingssätze sollen absolviert werden? Hm. Wir machen mal erstmal zwei. Okidoki, da sieht aber jemand vergnügt aus. Dieses Training macht nicht nur Laune, sondern auch Muckis. So, jetzt trainieren die da. Süß. Und ich kann jetzt Pokébohnen auch hintun. Was bringt das? Super, vielen Dank. Da kommt doch Freude auf. Wenn das keine super Motivation fürs Training ist, weiß ich auch nicht mehr. Die Dauer der Trainingseinheit wurde halbiert. Okay. Dann trainiert man hier ein bisschen. Hier brauche ich jetzt nichts. Hier können wir auch noch ein bisschen was anpflanzen. Ich nehme erstmal die, die ich ganz wenig habe. Ja. So. Perfekt. Kann ich hier nachfüllen? Okay. Okay, dann warten wir mal ab hier. Ja, ich möchte das Ressort bitte verlassen. Okidoki, schau später wieder vorbei. Da bin ich mal gespannt. Okay, Freunde. Da haben wir jetzt einiges gemacht. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, für mich Let's Play Pokémon Ultrasonne Nuzlocke Challenge. Ups, heraus gerade noch allein. Sekunde, das restliche Team kommt natürlich nach. Dann ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.